Die nutzlosen Esser müssen beschäftigt werden. So werden wir zur Batterie fürs System. Diese digitale Welt, die dann kreiert wird, in der man dann sich ausleben kann als Avatar, ja, wo man dann nur noch zu Hause irgendwo rumliegt, da fehlt auch nicht mehr viel. Dann kriegst du so einen Ganzkörperanzug, der dir dann auch noch entsprechende Sinnesreize vermittelt, simuliert. Dann hast du die Brille auf und dann lebst du deinen Avatar in diesem Metaverse aus. Ich schwör's dir. Liegst dann irgendwo zu Hause rum. Und die nächste Stufe wäre dann, liegst in irgendeinem Tank drinne, wo dein ganzer Körper im Grunde mit Schläuchen ernährt wird. Matrix. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns mal wieder ein Video rein von Raik Gave, mit dem wir auch einen Talk übrigens haben. Erster Link unten in der Beschreibung. Checkt den Talk aus. Sehr interessant. Sehr spannend und sehr nicer Talk. Das Video heißt, die nutzlosen Esser müssen beschäftigt werden. So werden wir zur Batterie fürs System. Wir gehen mies in die Schwurbelei rein, meine lieben Freunde. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren und Aluhut aufsetzen, wenn ich das so sagen darf. Und der Peter geht los. Let's go. Wir befinden uns jetzt, sag ich mal so, an einer Weggabelung. Man könnte sagen, die technologische Entwicklung, die wir jetzt haben, ist die Fortsetzung der 5 Kondratjew-Zyklen. Also wir haben ja mal angefangen mit Dampfmaschine, dann Eisenbahn, Elektrizität, Chemie, Verbrennungsmotor, Computer. Transhumanismus ist eigentlich eine Weiterführung des 5. Kondratjew-Zyklus, also sprich der Digitalisierung. Das ist keine wirkliche Innovation in dem Sinne. Es ist einfach eine Weiterführung, eine weitere Verfeinerung. Also diese ganze Great Reset Agenda, Internet der Dinge, ist eine Weiterführung des 5. Kondratjew-Zyklus, der im Grunde schon in den 1940er Jahren angefangen hat mit der Entwicklung des ersten Computers, also offiziell. Wenn wir einen qualitativen Sprung machen wollen, dann ist es nicht, jetzt geht es nicht um Technologie, es geht jetzt um Bewusstsein. Wir stehen an so einem Scheideweg. Wir können uns jetzt entweder weiter in diesen technokratischen Weg begeben. Aus meiner Sicht ist das, ich nenne es die transhumanistische Hölle, weil die Biologie den Kürzeren ziehen wird, weil das, was wir jetzt hier erleben, ist so schon auf zig anderen Planeten und Welten geschehen. Das ist eine crazy Aussage, aber ich will bei der Aussage davor bleiben mit der Biologie. Nochmal kurz zurück. Ich nenne es die transhumanistische Hölle, weil die Biologie den Kürzeren ziehen wird, weil das, was wir hier... Und das sehen wir jetzt schon, dass die Biologie teilweise den Kürzeren zieht. Die wollen uns mit irgendwelchen sozialen Konstrukten einreden, dass das normal ist und das richtig ist und... Viele dieser Dinge widersprechen unserer eigentlichen natürlichen Biologie, was wir eigentlich, nach was wir eigentlich wirklich streben. Und wenn du gegen deine eigene Biologie kämpfst, dann kämpfst du gegen dich selbst und dann kannst du nicht bewusst sein und vor allen Dingen nicht glücklich sein, so, weißt du? Oder das sehen wir heute auf ganz vielen Ebenen, wird gegen unsere Biologie, gegen die menschliche Natur eigentlich gekämpft, so, weißt du? Jetzt schon. Und das wird, gebe ich ihm recht, wahrscheinlich in Zukunft noch mehr werden, immer schlimmer werden. Und jeder hat aber selber die Entscheidung. Mache ich da mit oder gehe ich zurück zu meiner Natur? Erleben ist so schon auf zig anderen Planeten und Welten geschehen. Das ist halt eine heftige Aussage. Ist schon auf zig anderen Planeten und Welten geschehen so. Nichts Neues. Ist halt wild. Und die Biologie hat dann den Kürzeren gezogen. Oder aber wir durchschauen es und gehen einen kosmobiologischen Weg, der unser Bewusstsein auf eine ganz andere Ebene bringen wird. Das setzt voraus, dass wir erstmal... Auf den Weg gehen gerade einige so. Und ich bin auch dabei. Und ich hoffe, einige im Chat hier auch so. Wir wollen den Bewusstseinsweg gehen. Oder nicht, Freunde? Unser eigenes Menschenbild hinterfragen. Weil der Transhumanismus hat ein Menschenbild, das ohne Gott auskommt, ohne Seele auskommt. Letztendlich auch ohne höheren Plan und Ziel. Also ein sehr materialistisch, atheistisches Weltbild. Ist so. Wo es also keine richtige Zielsetzung gibt. Und nach dem Motto, weil das Leben keine Zielsetzung in seiner Entwicklung hat, kann man nur sagen, hahaha, wird einfach so behauptet, setzen wir uns selbst das Ziel. Das heißt, wir spielen selber Gott. Das heißt, die Transhumanisten, ich schwör's dir, nehmen die Rolle eines Schöpfers ein, und zwar eines Schöpfers, eines Homo Technicus, eines neuen Menschen, und machen sich selbst zu Gott. So sehen Ego. Die sehen sich wirklich so. Man könnte auch sagen, die sind dermaßen in ihrer Allmacht gefangen, weil sie als Kinder extreme Ohnmacht erlebt haben. Das sind trotzdem meiner Ansicht nach das schwerstgradig traumatisierte Wesen, die jetzt, weil sie die Möglichkeiten dazu haben, ihre Allmacht ausleben und das letztendlich uns allen überstülpen wollen mit ihren Möglichkeiten, die sie haben. Und unsere Aufgabe ist es, das zu durchschauen und uns dagegen zu wehren, ganz klar. Aber dadurch, dass wir, sage ich mal, auf einem traumatisierten Planeten uns befinden,
werden bei vielen Menschen durch bestimmte Dinge, die man hört und sieht und erlebt, wiederum Traumata getriggert. Das Verhalten, das wir in den letzten 3 Jahren sehen konnten, war das Verhalten einer schwerst traumatisierten Gesellschaft. Diese Unterwürfigkeit, diese Übrigkeit ist ein Zeichen für einen traumatisierten Menschen. Der läuft in bestimmten, ich sag mal, Überlebens. Ist so. Das hat man halt, wie er selber auch gesagt hat, in den letzten Jahren extrem gemerkt, wie traumatisiert die Gesellschaft eigentlich ist. Es hat im Endeffekt die Dinge nur hochgeholt, die in der Gesellschaft sowieso schon geschlummert haben, so, weißt du, wie ich meine? Und Corona hat mir halt einiges bewusst gemacht, wie die Menschen ticken und wie die Gesellschaft funktioniert, wie die Massen auch unterwegs sind und so. Und hat mir echt schon zum Nachdenken gegeben, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Wenn wir das nicht erkennen, das heißt, es geht hier eigentlich um eine Art Selbsterkenntnisprozess. Sonst laufen wir wie im Nebel diesen Transhumanismus hinterher, weil wir hoffen, der wird uns jetzt die Wunderpille präsentieren und dann wenn wir irgendwann vielleicht das böse Erwachen kriegen, dann ist es aber schon zu spät. Dann wachen wir da auf, wo Matrix uns das gezeigt hat, die Matrix-Filme. Das ist ja der Weg. Kann man ja auch schon sehen. Metaverse ist ja die nächste Stufe. Kriegen wir alle so VR-Brillen, dann haben wir die sogenannten nutzlosen Esser. Weil ja die Digitalisierung ja letztendlich so viele Millionen Arbeitsplätze beseitigen wird. Und was machst du mit diesen nutzlosen Essern? Die musst du beschäftigt halten. Also digitale Drogen, Pornografie hochfahren und so weiter. Da sind wir wieder beim Thema, meine lieben Freunde. Ja, Digitalisierung, Pornokonsum hochfahren, Onlyfans schön. NPC-Vibes halt. Diese ganzen Tools sind dafür da, um uns unbewusst zu machen und uns abzulenken von dem, was eigentlich gerade wirklich passiert. So. Das sind Fakten. Selbst diese ganze Entertainment-Branche, weißt du, Unterhaltung generell. So. Filme gucken, nutzlosen Content dir reinzuziehen, den ganzen Tag irgendwelche Musik, die dich auch unterschwellig programmiert und so. Das hält dich alles davon ab, dich als Mensch selbst zu realisieren und bewusst zu sein. So. Bin ich perfekt? Nein. Mache ich das selber noch ab und zu? Ja. Merke ich aber mittlerweile, wie das einen Effekt auf mich hat und mich eigentlich von der Realität ablenkt und aus der Realität rauszieht und mich davon abhält, meine Zeit für die richtigen Dinge und meine Zeit und Energie für die richtigen Dinge einzusetzen? Ja. Bedingungsloses Grundeinkommen, hat alles immer zwei Seiten. Ne? Aber diese digitale Welt, die dann kreiert wird, in der man dann sich ausleben kann als Avatar, ja, wo man dann nur noch zu Hause irgendwo rumliegt, da fehlt auch nicht mehr viel. Dann kriegst du so einen Ganzkörperanzug, der dir dann auch noch entsprechende Sinnesreize vermittelt, simuliert. Dann hast du die Brille auf und dann lebst du deinen Avatar in diesem Metaverse aus. Ich schwör's dir. Und liegst dann irgendwo zu Hause rum. Und die nächste Stufe wäre dann, liegst in irgendeinem Tank drin, ne? Wo dein ganzer Körper im Grunde mit Schläuchen ernährt wird. Matrix. Ja, und du lebst in einer Traumwelt, in einer illusorischen Traumwelt, in einem Programm befindest du dich dann. Und dein Körper, der ist sozusagen, der wird genährt. Und das prophezeien die ja auch teilweise. Die prophezeien das. Die sagen, das wird in diese Richtung gehen. Ich habe gehört, dieses Metaverse-Ding, auch mit der Brille und so, hat nicht funktioniert, hat keinen Anklang gefunden, weil es einfach scheiße war. Es war nicht gut. Aber natürlich werden die da jetzt nicht aufgeben und weiter daran forschen und versuchen, noch krassere Geschichten zu machen. So, weißt du, wie ich meine? Es gibt ja auch schon Filme, die in die Richtung gezeigt haben, dass du dann wirklich irgendwann nur noch mit einem Avatar unterwegs bist und mit der Brille und dann wirklich zu Hause liegst und dann auch dein Leben so gestalten kannst. Im Metaverse auf die Arbeit gehst, deine Arbeit verrichtest, diese ganzen Sachen. Weißt du, wie ich meine? Der wächst in so einer Brutkammer auf und wird genährt und ist im Grunde auch wie eine Art von Batterie. Ja, das heißt, man muss sich immer fragen, wer... Einer schreibt gerade hier, ein Kritiker sagt gerade, du produzierst selber nutzlosen Content und bist in der Entertainment-Industrie beschäftigt. Ich meine, Entertainment-Industrie kann man schon sagen, ich würde halt nicht sagen, dass ich nutzlosen Content produziere. Das ist, glaube ich, eine Ansichtssache, eine Sichtweise, weißt du, auf die Dinge so. Ich weiß auf jeden Fall, dass es mindestens, also die mir das auch sagen, so 2-3 Leute gibt, die durch den Content, den ich produziere und die Dinge, die ich erzähle und auf die ich reagiere, so ihr Leben zu einem besseren entwickelt haben und verändert haben, so. Weißt du, wie ich meine? Und das ist doch eine Sache, wo du sagst, dann hast du doch einen positiven Effekt auf Menschen gehabt und dann ist es auf jeden Fall nicht mehr nutzlos, weißt du? Partizipiere ich auch in diesem ganzen, in dieser Entertainment-Branche und so. Ja, versuche ich aber das, also meine Stimme und meine Aufmerksamkeit und dieses Tool zu benutzen, um irgendwie was Gutes in die Welt zu tragen und was zu verbessern. Das ist meine Intention dabei, ja. Deswegen, ich mache das nicht nur wegen Geld, so, sondern wirklich, weil ich auch was dalassen will, beziehungsweise was Positives bewegen möchte, so.
für mich ist es nicht nutzlos und ich denke für den einen oder anderen auch nicht hier. Wen, ja. Und obwohl wir vielleicht immer noch glauben, wir sind fleischliche Ansammlung, haben wir natürlich einen göttlichen Wesenskern. Und die Energie, die das Leben in diesen Körper einhaucht, die kommt ja nicht aus dem Körper, sondern die kommt aus einer anderen Ebene. Nennen wir es mal die seelische Ebene. Das heißt, wir sind dann im Grunde wie Batterien. Wir nähren sozusagen ein System, was uns braucht, parasitär auf unserer Lebenskraft und Lebensenergie sich befindet. Das ist Transhumanismus. Wir müssen immer erstmal erkennen, wer ist von wem abhängig. Weil wenn wir in dieser Ohnmacht uns befinden, dann sind wir noch in unserer Schockstarre von unserer Trauma-Erlebniswelt. Ja? Und was ich auch nochmal dazu sagen will, ist halt, was extrem wichtig ist, auch wie du Dinge konsumierst. So. Weißt du? Weil du kannst natürlich auch Dinge bewusst konsumieren. So. Und dann konsumierst du die Dinge anders, als wenn du einfach unbewusst Dinge konsumierst und nicht wirklich darauf achtest, was du konsumierst. So. Weißt du? Ich versuche hier in den Streams gute Vibes zu haben, Leuten was mitzugeben, Fragen vernünftig zu beantworten, Leute mit Respekt zu behandeln, keinen Hass zu verbreiten, nicht auf Hater zu reagieren. Einfach vernünftiges, gutes Vorbild versuche ich zu sein für Leute so, weißt du? Und dann ist das was Gutes. Und ich glaube, man kann diese ganze technologische Entwicklung auch für die guten Dinge benutzen. So. Und Technologie kann auch, aber das ist eine Frage des Bewusstseins, mit welchem Bewusstsein diese Technologie genutzt wird, kann auch sehr sinnvoll und zielführend eingesetzt werden. Aber wenn das Bewusstsein sehr niedrig ist, ja, ich sage mal so, weil wir im Schock uns befinden, traumatisiert sind, dann ist unsere Vernunft mehr oder weniger ausgeblendet, dann funktionieren wir nur in Überlebensmustern. Dann ist die Technologie, die dann in die Hände von Menschen kommt, die vielleicht früher schwere Ohnmacht erlebt hat als Kinder und jetzt mit Allmachtfantasien durch die Gegend laufen, brandgefährlich. Ja. Das ist nämlich dieser Machtmissbrauch, wenn du dann solche Technologie... Der Kollege schreibt nochmal dazu, das mag alles sein und trotzdem bist du damit genauso in dieser sogenannten Matrix unterwegs wie alle anderen auch. Nicht unbedingt, nee. Die Matrix ist auch immer so, jeder lebt ja in seiner eigenen Matrix so. Sind wir alle programmiert? Ja. Haben wir alle die Möglichkeit, diese Programmierung zu erkennen und da auszubrechen und uns selbst neu zu programmieren? Auch. Gebe ich Tools und reagiere ich auf Videos, die das eigentlich ansprechen und das uns beibringen und uns auslösen soll? Auch so. Und deswegen bin ich eigentlich, ja, auch Teil einer Matrix, aber einer positiven Matrix und nicht einer negativen Matrix, die Menschen eher schlecht tut, so. Weißt du? Da versuche ich auf jeden Fall drauf zu achten. Ich bin natürlich auch nicht perfekt, aber man gibt da sein Bestes, so. Weißt du? Deswegen, da kannst du jetzt auch sagen, was du möchtest, so. Ich versuche auf jeden Fall, die Plattformen, die es gibt, zu nutzen für was Gutes. Und ich glaube, dass die meisten Menschen das gar nicht als Intention haben und sagen, scheiß drauf, ich will einfach nur Geld machen oder, ja, es geht da um Ego, so. Ich versuche immer mehr zu sagen, ich will auch anderen was geben. Das Geben ist für mich das Wichtigste, so. Nicht das Nehmen und das Erwarten und so. Natürlich bin ich auch programmiert und habe auch die Situation, wo ich merke, krass, jetzt erwartest du schon wieder zu viel. Aber ich versuche immer wieder zurück halt in mein Bewusstsein reinzukommen, in die Liebe reinzukommen, zu sagen, ich gebe einfach, ich gebe, was ich geben kann und was zu mir kommt, kommt zu mir. So, weißt du? Und Allmachtsfantasien hast und dich dann auch über deine Mitgeschöpfe, deine Mitmenschen stellst und sagst, die sind schlimmer als Vieh, die sind nutzlose Esser, die sind... Wer hat denn das gesagt mit diesen nutzlosen Essern? Nichts wert, die müssen wir vernichten, ausrotten, umbringen, töten, was auch immer, ohne mit einer Wimper zu zucken. Dann weißt du, mit wem du es hier zu tun hast. Entweder hast du es hier mit einem nichtmenschlichen Wesen zu tun, was uns wirklich nur wie Futter betrachtet, oder aber du hast es mit einem hochgradig schwerst traumatisierten Psychopathen zu tun, ja, der auch nicht Mitgefühl und Empathie mehr hat. Der hat dann aber leider diese Technologie... Ist halt weit weggekommen vom Menschsein. ...zur Verfügung, um damit diesen Wahnsinn hier zu betreiben. Das ist das Problem. Das heißt, diese Eliten, die hängen genauso an einer Marionettenschnur dran. Man muss diese Schnur ja nur weiter zurückverfolgen, bis wohin das geht. Und wir müssen uns aus meiner Sicht jetzt für unsere Spiritualität entscheiden oder für unseren geistig-spirituellen... Fact. Genau so, Reik. ...Erwachungsprozess. Denn in uns, ich sag ja, wir sind Riesen, den man erzählt hat, von klein auf an und auch durch die traumatischen Erlebnisse in der Kindheit, dass wir Zwerge sind, dass wir ohnmächtig sind, erlernte Hilflosigkeit. Und diese Prozesse, wir müssen das wieder verlernen, wir müssen erkennen, wer wir wirklich sind. Und das können wir ja nur, wenn wir wieder auch das Thema der Bindung und der Verbindung in den Alltag integrieren. Das heißt, Verbindung zu dir selber. Wenn du keine Verbindung zu dir selber hast, zu deinem Wesen, zu deinem Gefühl, ja, dann bist du ja selber wie ein Bioroboter. Ist so. Transhumanismus beschleunigt den Prozess der Biorobotisierung.
oder der, wie ich sagen würde, Entmenschlichung. So. Die treiben uns von unserer wahren Natur als Mensch weg. So, extra. Der Menschen. Viele sind ja schon wie Bioroboter. Ist so. Aber der Transhumanismus, der wird das nochmal richtig beschleunigen. Und das ist die große Gefahr. Es entstehen dann sozusagen... Und die reden uns das aber so ein und so schön, dass wir denken, oh, das ist was Geiles, das ist eine positive, das ist eine gute Entwicklung. Und dafür sorgen sie, also die sorgen erstmal für sehr viel Chaos, damit wir alle lost sind und damit wir alle nicht mehr wissen, wo es hingehen soll und händeringend nach irgendeiner Lösung suchen und dann kommen die um die Ecke und sagen, yes, hier ist die Lösung. Transhumanismus, in den Man, halb Mensch, halb Roboter und dann geht's dir wieder gut. Und du musst nicht sterben. Und du hast keine Krankheit, alles. Ja, Bioroboter, beziehungsweise so eine Art, wenn wir dann die Menschen über diese technologischen Schnittstellen an das übergeordnete Internet der Dinge anschließen, entsteht so eine Art Bienenstock-Mentalität. Ja, so ein Kollektivismus ist das. Sozusagen, ja, oder Kommunismus, wie du es nennen möchtest. Im Grunde geht es ja bei diesen Entwicklungen darum, eine Art von Zentralverwaltung für das Nutzvieh zu erschaffen. Ich benutze bewusst jetzt mal dieses Wort. So, und wir befinden uns ja in der transhumanistischen Agenda, in einer technokratischen Agenda. Technokratie ist ja die Herrschaft der Technik, die Herrschaft der Algorithmen, die Herrschaft von Social Engineering. Das ist ja das, was wir hier haben. Die Eliten, die sogenannten Eliten, sind Technokraten. Ja, das heißt, sie betrachten diesen Planeten als ihr Eigentum. Und die Technokratie ist eine ressourcenbasierte Wirtschaftsform. Das heißt, es wird zentral verwaltet, welche Ressourcen genutzt werden dürfen und was konsumiert und produziert werden darf. Das heißt, hier geht es nicht mehr darum, dass der Markt durch Angebot und Nachfrage aufgrund von biologischen oder menschlichen Bedürfnissen geregelt wird. Also der Mensch hat ja ein Bedürfnis nach dem und dem und dann wird der Markt darauf reagieren und Sachen produzieren und die Menschen kaufen das dann. Sondern hier wird klar von oben vorgegeben, was du zu haben darfst oder haben sollst und was eben nicht und welche Ressourcen benutzt werden dürfen und welche nicht. Das heißt, es wird... Und vor allen Dingen, das wird schon gesteuert, was du überhaupt haben möchtest. So. Da beeinflussen die dich schon seit der Kindheit. Was möchtest du eigentlich haben? Die meisten Menschen jagen Dinge, die sie eigentlich gar nicht wirklich wollen, weil die halt so beeinflusst wurden. Und dann gibt's diese Menschen und die bekommen dann diese Sachen und dann merken die, fuck, es ist eigentlich gar nicht, macht mich eigentlich gar nicht glücklich so. So. Allein der Traum, den du hast, der ist schon falsch. So, so tief sind die schon drin in dir. Ja, das ist true, Mann. Ich habe das selber durchgelebt. Alles kontrolliert. Es wird alles zentral verwaltet. Jeder ist dann nur noch eine Nummer. Nicht umsonst haben wir alle eine Nummer bekommen. Die Kinder, die geboren werden, kriegen, wenn man sie im System anmeldet, kriegen alle eine Nummer. Und irgendwann werden auch diese ganzen Nummern, auch was weiß ich, Krankenkassenkarte, und das wird alles letztendlich zentral zusammenfließen. Man möchte es sozusagen alles einheitlich haben. Das sind auch alles diese Entwicklungen. Ist so. Merkt man ja auch, wie alles immer mehr zentralisiert wird quasi. Also bis dann die Zentralbank Kryptowährung um die Ecke kommt, so, das dauert, glaube ich, auch nicht mehr lange so. Mittlerweile kann die WHO schon zentral entscheiden, wann eine Pandemie ausgerufen wird und welche Maßnahmen die Länder vornehmen müssen und so. Es geht in die Zentralisierung rein, auf allen Ebenen. Facts. Kannst du auch nicht sagen, dass es eine Verschwörungstheorie ist oder irgendwie mystisch verschwurbelt oder so. Du siehst das doch. Du musst ja nur deine Augen aufmachen. Ganze Interview. Ich küsse dein Herz, Mann. Starkes Ding. Ich mag den Reich sehr. Der catch mich, weißt du? Das ist auch der Grund, warum ich einen Talk mit ihm gemacht habe. So. Ich habe einfach gute Vibes, wenn ich ihm zuhöre. Und ich höre ihm gerne zu. Der ist das. Eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out.